Und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Nicht, sondern Star Wars irgendwas. Keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil wir uns den wunderbaren Pausebildschirm anschauen. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Monat nicht gespielt, weil ich einfach gefrustet war und ja, keine Zeit gehabt habe, sehr viel Stress und Probleme gehabt im echten Leben. Im echten Leben. Weil das mein unechtes Leben ist, na ja, jedenfalls keine Zeit gehabt und ich habe den Gegner nicht geschafft auf Jedi und deswegen habe ich bis jetzt noch mal alles durchgespielt auf leicht und es hat viel mehr Spaß gemacht, das Spiel. Das heißt, in Zukunft werden wir jetzt auf leicht weiterspielen, aber sehr, sehr, sehr zur Freude von euch auf Safe Games verzichten. Also, weiter geht's aufs Han Solo. Han, old boy. Hoffentlich kann man den jetzt vernichten. So einmal nicht, glaube ich. Schaut aber nicht so schlecht aus. Das muss ich einfach nur herum verstecken, oder? Das ist ja keine schlechte Taktik, was ich da habe, aber ich glaube nicht. Ja, jetzt hilft mir das ein bisschen. Aber ich glaube nicht. Okay, so funktioniert das schon besser. Schau, ob es ausgeht, ich kann es mir nicht vorstellen. Irgendwas wird dann mit einem einfallen, oder? Geschafft! Yay! So, sehr gut. Nicht schlecht. Ah, übrigens, abort den Millennium Falcon. Oh, Heroes Blast into the Space. Punch it, Chewie. Das sind die Princess. As the Millennium Falcon approaches the Death Star, its powerful tractor beam pulls it into the battle station's hangar bay. Geil. Hangar Bay. nämlich. So, alle Safe Games. Na. Wir wollen den scheiß Blaster nicht. Aha, das ist der Tod. Shot. Ah, wie? Was? Ich bereue es jetzt schon wieder. Ah, viel wichtiger! Was viel wichtiger ist, wie geht's weiter mit meinem Let's Play-Kanal? Folgendes. Noch Star Wars, das werden wir hoffentlich bald durchhaben. Kommt vielleicht mit Limbo, also das kleine Schwarz-Weiß-Spiel, als mal in letzter Zeit nicht so gut gegangen ist, habe ich mir gedacht, das passt von der Stimmung her voll gut. Dann geht's weiter, wieder mal mit einem AAA-Titel, weil es war gerade, was bist denn du? Mit dem Summer Sale ist ja gerade und ich habe mir gegönnt Metro 1 und 2, also Metro 32
1933 und Metro Last Night. Aber was so wichtig ist, es kommt eben ein AAA-Titel hinzu und das wird sein Rise of the Loop Raider, also Tomb Raider 2. Ich habe das erste schon Let's Played. Bin mir zwar noch nicht sicher, wie das mit den Settings auch aus und schauen, wie es auf meinem Computer läuft. Ich meine, da schicke ich Tie Fighter da im Hangar durch. Kann man den scheiß Blaster nicht leisten? Warum nicht? Fragt ihr euch, weil ich einfach nicht zügig kann. Ah, ich finde einfach den Blaster viel geiler. Es ist es. Sehr schwierig. Ja, nichtsdestotrotz, ich hätte dieses Level gehasst als Nicht-Jedi. Oder auf der Jedi-Geschwindigkeitsstufe. Auf Limbo bin ich schon sehr gespannt. Ich hab schon mal gespielt, das ist nicht blind, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich meine, zum Glück mache ich die Teile, da kann ich schon, gell, sonst würde ich mich da echt benachteiligt fühlen. Nein, 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 nein! Jetzt bist du ein bisschen angesagt, du musst nur da aufhüpfen. Die Steuerung ist nicht die beste, gell? Ich probiere das gerade mit meinem 360-Controller echt zu mastern, aber... So. Das schaut ja schon mal gut aus. Ja, zwischenzeitlich wird sicher wieder ein paar Videos von Overwatch geben, das ist ja jetzt letztens der Ranked-Modus herausgekommen, which ich noch mal ein Video machen. Hab dann auch angefangen zum Aufnehmen, hat aber dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Warum auch immer, keine Ahnung. Was gibt's sonst? Nein. Die haben wir gemein. Was gibt's sonst? Nein. Eigentlich gar nichts. Also, dass ich wieder traurig gesingelt bin. Und ich weiß es noch immer nicht, warum eigentlich. Das ist einfach scheiße. Ja, wann kommt einfach endlich einmal die Frau? Wo bleibt? Ich weiß es nicht. Ich krieg viel Zeit, ich krieg viel Herzerler und ich krieg viel, Lichtschwertleben, das heißt. Vielleicht ist ein Endboss bald einmal in der Nähe. Ein Handschädel, ein Hausschädel haben wir auch gekriegt. Alter, das ist ja ein Wahnsinn, der Tie Fighter. Ah, das motiviert nicht unbedingt, wenn man so ein ganzes Level schon hat fast und dann in so eine blöde Fallgrube, wo die ganzen Stormtrooper einspringen. Oh! Hau Schädel!
mit dem Bein hat. Ich meine, das war im Film aber auch nicht so, oder? Du musst doch da halt weiter drüben geflogen sein, du. Nein! Ich spring da immer zu früh, Alter. Ach. Also beim Hauschädel speichere ich mal. Aha, da war der Hauschädel, da fahren wir sie weg. Okay, wenn es zu spät wird, springen geht natürlich auch nicht. Ich bin zwar jetzt meistens zu früh. Na! Und das Leben, der einen Blaster gibt, fragt nach Zitronen. Sehr gut. Du stirbst du mal. Ach, das ist schwierig. Ich bin so froh, dass ich das nicht auf jeden gespielt habe. Ein ganz ohne Safe-States würde ich eigentlich nicht mehr machen, aber ich will so ein gutes Skate-Tag auf an sich. Wir haben mein Versprechen. Okay, Level. Sehr einseitig, muss man sagen. Na was? Was der Hecht wollen machen? Imperial Defense Droid! Geh weg von mir! Danke. Der da drüben kann's bleiben von mir ist. Man, da ist ein Blaster-Upgrade bei den ganzen Bossfights natürlich nicht schlecht, aber ich finde es einen angenehmen, richtigen Spiel. Anscheinend habe ich da jetzt seinen runden Punkt getroffen, von meiner Position her. Du warst nur schießen? Nein, du warst nur schießen. Wurscht, wo der immer da ruft. Treffen da mal gar nichts, aber was soll ich? Ja, trifft uns auch nicht. Na komm, mach auf, ja! Sehr geil. Stage clear! Ich weiß es nicht. Todesstern ist nur Han Solo. Hilft nix. Rescue the Princess, natürlich also. Ah, wir sind jetzt im Zeltblock AA23. Was ist denn mit dem kleinen Scheißgerät? Die sind sehr, sehr wichtig, die Schwerter. Es ist jetzt so angenehm. Aha. Ah ja, da läuft der Hase. Ja, okay.
nicht. So wie man ein Blaster-Upgrade holt, wenn man halt immer Feuerkraft haben oder auch kann, immer, finde ich. Das kleine Bodenstaubsaugergerät schon so viele Hitpoints hat. Was im Hintergrund dahergeflogen kommt. Der Folterdroide. Ja, so stelle ich mir Gefängnis vor. Fliegende Plattformen. Nein! Ja, das bin ich. Das bin ich wie Leib und Leb. Mein Talent, von Plattformen herunterzufallen. Das ist schon cool, die Musik. Sie wird ein bisschen zu oft in dem Spiel eingesetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber sonst. Was? Noch ein weiterer Plattformer. Es gibt ja so wenig in dem Spiel. Ich hoffe, ich muss da links. Das sieht gut aus. Ich freue mich schon, wenn ich auch ein anderes Spiel bekomme. In die Zukunft bin ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, es ist eh okay, aber ich vergesse einfach, dass ich alles schon noch einmal spielen hab. Wirst du Sau, hupf auf ich da. Ja, jetzt fahren wir gleich nach rechts. Stirb du in der interplanetären Reaktion. Aber da droppen wenigstens gescheit Leben. Ja, da kommen jetzt die Sturmtruppen raus. Die Stormtroopers. Stormtrooper my ass. I miss you like a Stormtrooper. Aber zumindest treffen sie dem Spiel ab und zu. Ich hab's gewusst. Dann probier es einmal ohne Quicksaven durch eine tödliche Falle von finstern Agnes und Wagnis und alles zusammen. Tödlicher Wagnis. Hab ich jetzt sowas, keine Ahnung, was du da. Diana Jones, so, genau. Aber wisst ihr es mal. Übrigens habe ich gerade ein bisschen Uncharted geschaut. Da ich ja keine Playstation, mein eigenen, wie mein ganzes Leben. Habe ich mir Let's Play dazu angeschaut. Und das ist ja echt ein James Bond, Diana Jones. Deswegen freue ich mich ja schon ziemlich auf Rise of the Tomb Raider. Das hat jetzt aber weh, dann, ha? Guard Boss, die
Attention Guard Boss. Ja, der war nicht so. Ah, ich würde schon sagen, der war nicht so gut, aber er hat eine zweite Form. Und jetzt steht die Leia da. Oder nicht. Ja, noch die Flucht und dann. Sexy Leia. Hallo. Ah, okay, deaktivierte Tractor Beam, dann noch escapen. Ah, das machen wir mit Lucas. Ja, die Gauschen Obi-Wan. Where is your seeker now? Frage ich mich selber. Nein, du bist so verdammt. Na, ich will nicht! Nein, ich will nicht zu dem Blaster, bitte nicht! Es geht nicht anders, gell? Hilft nix? Ich probier's positiv sehen und sag, wir haben mehr Feuerpower. Weil du warst schon 10 Mal jetzt da, du Sturmtrumpler, du. Wenn ihr einen richtigen Blaster hört, aber gut, so ist das, oder? Man kann nicht alles haben im Paradies. Das ist übrigens der große Aufzug, wo ich dann am Schluss mit meiner sexy Schwester. Ja, Leia ist meine Schwester, falls ich es nicht gewusst hab's. Drüber schwingen werde im Film zumindest, ja. Ja, ich hab kein Problem. Die Zeit könnte sein. Rapid Iron. Eure mit seinem Talent oder dem Spiel bist du deppert. Mit dem Digitalkreuz spielst du das um einiges besser als mit dem Steuer, mit dem Analogstick, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt der Reaktor als Erzfeind, oder was? Nicht eine Ofen in die Kugelsteine. Also dem nimmt man überhaupt keinen Schaden. Ah, nimmt schon Schaden. Ja, der Kleine splittert über sie die ganze Zeit. Verdammt! Ich hab gar nicht geschaut. Weil wir hier tot. Ah, bin ich nicht sicher, wie scheiß kann ich spielen. Ach, der Splitter! Die großen Feuermittel sind mir wurscht. Schau, spielen. So wird es aber nichts. Thank you.
muss man keine. Ah, doch. Ich kann den nicht einmal treffen, den Bälle. Ah, das ist einmal ein guter Schmäh. Geil. Ich brauche gar nichts. Ich schieß da oben einfach ein bisschen um und um und wenn mein Energy knapp wird, gebe ich oben und tue mir das einfach. Wenn das funktioniert dann wie vorher. Komm nicht mehr oben. So kann man es natürlich auch machen, gell? Das Beste auf. Die Hälfte von meinem Leben will ich da verbringen. Und dann mal schon aus da. Na, mag ich nicht mehr. Zupft mich schon wieder an. Weil schon wieder der Blaster so scheiße ist. Mit deinem Body auf eine halbe Stunde später. Ja, keine Ahnung, wie ich das mache, ob ich es mache, ob ich will. Eigentlich schert mich das gar nicht mehr. Danke fürs Einschauen, vielleicht wurde das offscreen, wenn ich ein bisschen beruhigter bin oder was, aber so eine müden Sachen, ich mag es aber nicht mehr, für das bin ich schon viel zu alt. Mein Handy dann, natürlich. Naja, passt. Danke fürs Einschauen, bis zum nächsten Mal, euer Steinchen.